Ja, herzlichen Dank, Melahat, für diese schöne Einführung. Ich werde gar nicht viel sagen, was Professorinnen ja immer schrecklich schwer fällt, sondern das Wort tatsächlich sofort an Anna Brümmer zunächst geben, denn das, was ich zu dem Thema, zu dem wir heute eingeladen sind, religionssensible Pflege weiß, weiß ich im Wesentlichen aus der Zusammenarbeit mit meiner ehemaligen Mitarbeiterin Anna Brümmer, die eben jetzt in dem Tätigkeitsfeld unterwegs ist, junge Leute auszubilden, tatsächlich in den Einrichtungen, in denen sie tätig sind, in sozialen Berufen, diese Dimension der religionssensiblen Pflege zu entwickeln. Mein eigenes Interesse, und deshalb habe ich damals versucht, Anna an meinen Lehrstuhl zu holen, liegt im Bereich von Alternsforschung und Altenpastoral. Das ist ein Forschungsgebiet, in dem ich selber promoviert habe, und ich habe mal nachgerechnet, so etwa 250 Publikationen im Laufe der Jahre. Es ist mein längster Forschungsbereich. Mein Schwerpunkt lag aber immer im Bereich des sogenannten dritten Lebensalters, also der sehr stark ressourcenorientierten Arbeit mit Älteren, die in der Lage sind, ihr Leben zu gestalten, weil sie von den unmittelbaren Zwängen von Familie und Beruf befreit, jetzt eben die Zeit, oft auch die Ressourcen und Kapazitäten, hoffentlich auch die finanziellen Möglichkeiten hatten, sich nochmal ganz neu zu entdecken und zu entwickeln. Die andere Seite ist aber das sogenannte vierte Lebensalter, wenn man den Kategorien des Kultursoziologen Peter Laslett folgt, nämlich die sogenannten Schattenseiten des Alters, wo es alltäglich um den Daseinskampf geht, die eigene Würde und die eigene Freiheit zu sichern, zu retten in Situationen, in denen ich abhängig, pflegebedürftig und auf die Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen sind. Und Anna ist gewissermaßen immer mein Gewissen gewesen, eben diese Seite des Alterns nicht auszublenden, sondern wahrzunehmen, dass sich da besondere Herausforderungen stellen, gerade auch im interreligiösen Arbeiten in Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen. Sie selber ist von Haus aus Krankenschwester und weiß, wovon sie redet. Und deshalb möchte ich ihr das Wort geben und werde ihr am Ende aber ein paar Fragen stellen. So haben wir eigentlich unsere Zusammenarbeit in dieser Spannung drittes, viertes Lebensalter, die Erwachsenen in den Herausforderungen auch am Lebensende gestaltet. Genau. Okay, danke schön. Ja, herzlich willkommen zu unserem ganz spannenden Thema. Ich habe mich sehr gefreut, dass das doch sehr auch auf großes Interesse hier auch stoßt. Tatsächlich, ich bin Krankenschwester und habe Pflege und katholische Theologie hier studiert. Also so, dass das alles miteinander verbunden ist, wo ich auch merke, dass es sehr ein ganz spannendes Thema ist. Wir hatten damals, als ich hier in Osnabrück war, eine Summer School Fahrt, damals nach Thessaloniki. Da war ich mit einem Evangelischen und alle anderen waren muslimisch. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und da hat sich so gezeigt, dieses Thema ist absolut dran. Und in der Pflegepraxis merke ich, dass das absolut dran ist, weil da nämlich erhebliche Defizite auch noch sind. Also wie gehe ich mit Menschen um? Gar nicht mal nur muslimischen Menschen, sondern auch christlichen Menschen. Also wie gehe ich mit katholischen Menschen um, die im Sterben liegen und vielleicht auch die Krankensalbung bekommen möchten oder auch angeboten bekommen, aber noch irgendwie im Hinterkopf haben, dass das irgendwie die letzte Ölung ist, was im neueren Bewusstsein ja gar nicht mehr so ist, aber auch im jüdischen Bereich. Also tatsächlich zu gucken, wie kann das gehen, verschiedene Bereiche, Ernährung, Hygiene, Sterben, Tod, Gebetsriten. Und da habe ich mich eben in den Bachelor- und Masterarbeiten mit befasst und ich finde es ganz, ganz spannend und freue mich, Ihnen da so ein bisschen was berichten zu können. Ich habe eine Fabel mitgebracht als Einstieg. Die finde ich, die das ganz gut umfasst. Jetzt müssen Sie mal gucken, ob Sie irgendwie Ihre Augen einfach schließen und genau zuhören. Es sind nur ein paar Zeilen. Als die Mücke eines Morgens zum allerersten Mal einen Löwen brüllen hörte, sprach sie zur Nachbarin Henne, der summt aber komisch. Woraufhin die Henne der Mücke antwortete, summ, dass ich nicht lache. Was dann? Fragte die Mücke. Er gackert, aber das tut er äußerst komisch, erklärte die Henne. Dies fasst so ein bisschen dieses zusammen, tatsächlich ein Verständnis zu entwickeln. Etwas ist fremd und ich muss irgendwie damit umgehen. Und die Pflege, ob sie möchte oder nicht, ich denke, sie will in vielen Bereichen, muss damit umgehen, dass Menschen älter werden,
dass Menschen im Altenheim leben, sei es katholisch, evangelisch, muslimisch, sei es aber auch religiös indifferent oder eben atheistisch. Dafür erfordert es auch ein Bewusstsein, damit umzugehen und zu sagen, ich weiß ganz bewusst, derjenige oder diejenige möchte keine religiöse Begleitung und auch da sensibel zu sein. Also die Bereiche sind immer dann auch mit eingeschlossen. Wir haben heute in den Vorträgen schon gehört, religiöse Pluralität ist ein ganz, ganz wichtiges Kennzeichen. Und wir waren vorher eben einmal ganz kurz im Gespräch, nicht nur dadurch, dass viele Gastarbeiter hier älter werden, sondern auch, wenn wir jetzt gerade politisch die Lage angucken, Flüchtlinge. Ne? Da sind einige Muslime drunter, viele auch Christen. Ne? Auch das mit im Blick zu haben, wo dadurch der Begriff der Kultur jetzt nochmal ein ganz anderer wird. Das habe ich jetzt nicht in meinen Arbeiten beschrieben, aber das ist mir irgendwie so ganz bewusst geworden, die letzten Wochen tatsächlich auch zu gucken, Begriff der Kultur, wenn ich jetzt hier jemanden habe, der ist christlich geprägt und jemanden aus Syrien habe, der christlich geprägt ist, ist das noch ein himmelweiter Unterschied. Wir hatten eben in der Pause ein Gespräch, wie geht das beim Arzt? Da muss ich auf bestimmte Dinge achten, also auch da nochmal tatsächlich den Fokus zu weiten auf eben Bedürfnisse, die Menschen haben. Das so vielleicht mal ganz spontan als Einführung mit. Für die Pflege ist es ganz besonders, dass ich auf diese alltäglichen Bedürfnisse achte. Also wenn wir Schüler bei uns in der Schule haben, das ist vorwiegend in der Altenpflege, es gibt auch Krankenpflegeschulen, da versucht man Schülern religionssensible Pflege zu vermitteln. Alleine der Begriff, da haben Sie sich sicherlich vielfach mit auseinandergesetzt, ist schwierig. Ne? Religion, sensibel, etwas für sensibel zu sein, was Religion ist. Aber was ist Religion? Für jeden was anderes, das haben wir eben auch gehört. Also eher wäre es dann religiositätsorientiert, also auf den Einzelnen bezogen. Und da muss ich gucken, als Schüler, als später Pflegender, wie kann ich das alles bewerkstelligen? Pflegenotstand ist ein großes Thema. Pflegekräfte haben immer weniger Zeit und die individuellen Bedürfnisse, so wie wir uns vorstellen, wie wir alt werden wollen, wenn wir jetzt in ein Altenheim gehen, da ist es häufig so, dass wir denken, nee, so gerade nicht. Oder ich möchte in meiner Religiosität auch wahrgenommen werden. Ich möchte vielleicht als muslimischer Mensch einen Gebetsraum haben. Oder ich möchte, dass da auf das Essen besonders geachtet wird. Also dass auch die Einkäufe des Altenheims an bestimmter Stelle getan werden. Und dann auch, wenn es Lebenswenden betrifft, also sowohl Geburt als auch Tod, dass ich mich darauf einstelle. Und das betrifft dann eben auch Krankenhäuser mit, als auch Pflegeheime, wo Menschen sind, die älter werden. Es gibt Heime, die sich ganz besonders dafür gebildet haben. Ich muss gerade mal eben gucken, ich habe ein paar Seiten aus meiner Masterarbeit mal ausgedruckt. Es gibt zwei Altenheime, einmal gibt es in Berlin eins, also tatsächlich ein jüdisches und ein muslimisches. So, das ist ein Zeichen dafür, dass Menschen muslimischen Glaubens oder jüdischen Glaubens möchten, dass sie eben in ihrer spezifischen Religiosität wahrgenommen werden. Und das ganz besonders auch am Alter. Wenn vielleicht muslimische Kinder arbeiten, also auch in dieser Welt groß werden und arbeiten und leben, in der wir jetzt hier wohnen und so gerne sie ihre Eltern auch pflegen würden, das einfach nicht geht. Und auch bei dem im jüdischen Bereich, es gibt katholische Altenheime, also es wird sehr stark deutlich, Religion und Religiosität spielt eine Rolle. Im Krankenhaus, wo die Liegedauer so vielleicht 2-3 Tage ist, wenn man früher überlegt, wenn man einen Blinddarm rausbekommen hat, war man 2 Wochen da und heute geht das ganz schnell. Oder wenn man ein Kind bekommt, ist man nach 3 Tagen spätestens wieder zu Hause. Es sei denn, man hat einen Kaiserschnitt, dann geht es nach 7 Tagen, aber das ist auch relativ schnell. Sodass da vielfach drauf geachtet wird, aber auch immer noch ein Ausbau vorhanden ist. Im Altenheim sind die Menschen länger und zwar von ihrem Einzug bis in der Regel zu ihrem Todeszeitpunkt. Sodass wir da bestimmte Dinge mit beachten müssen. Wenn wir jetzt mal an den Tod denken, gerade auch da zu gucken, wie geht das denn? Sterben und Tod im Katholischen, im Islam, im Jüdischen, im Evangelischen. Auf was muss ich denn besonders achten? Wissen die Pflegenden denn überhaupt, was sie beachten müssen, an wen sie sich wenden können? Haben sie eine Telefonnummer von irgendeinem Imam?
ich erlebe heute bei den Schülern das durchaus, auch wenn wir sagen, ich bin in Meppen an der Schule, das ist so das katholische Emsland, da haben wir alle Religionen auch schon vertreten. Jüdische Bewohner habe ich noch nicht erlebt, hat auch mit der Verteilung vielleicht zu tun, aber muslimische durchaus. Und auch darauf zu achten, kann ich das bewerkstelligen? Sollte es nicht auch im Altenheim vielleicht einen Raum geben, wenn jemand im Sterben liegt, wo ich dann bestimmte Dinge wie die Ausrichtung nach Mekka und so weiter, aber auch für jüdische Menschen beachten kann. Oder auch, wenn jemand verstorben ist, dass den Pflegenden ganz klar ist, also diese rituellen Waschungen, die machen wir nicht. Da warten wir erstmal eben, bis der Imam kommt oder bis jemand kommt, der da auch für zuständig ist und sich auch auskennt. Also dieses Gespür zu haben, sensibel zu sein, ich beachte bestimmte Punkte und ich achte die Würde dadurch, dass ich bestimmte Dinge auch einfach sein lasse. Vielfach da auch noch Gespräche. Ich glaube, das ist ganz, ich bin sofort fertig, es ist ganz in der Entwicklung. Es ist auch viel gemacht, seitdem ich meine Arbeiten geschrieben habe, auch glaube ich schon. Ich habe damals, als wir in Thessaloniki waren, ich sehe gerade da meine ehemalige Zimmernachbarin mit, tatsächlich, es ist glaube ich schon viel passiert. Aber es ist auch noch viel zu tun. Und ich glaube, dadurch, dass wir so mit an der Basis sind, also ich in der Schule das vermitteln kann, im Religionsunterricht, hier an der Uni das sehr stark auch wahrgenommen wird, dieses Thema, tragen wir so eine Verantwortung, die wir direkt auch mit den Studenten oder den Schülern mitgeben können, um eben dann diese religiositätsorientierte oder religionssensible Pflege, wie wir sie auch immer nennen wollen, auf jeden Fall die ganzheitlich orientierte Pflege des Menschen, wo auch zu die Religion gehört, auch durchführen können. Das vielleicht so als kleine Einführung mit dem, was mit ich ja an spannenden Themen ich mich beschäftige. Wir haben ja nur begrenzt Zeit und deshalb zwei kleine Rückfragen, die, glaube ich, wichtig sind, auch für den Diskurs mit den Kolleginnen und Kollegen, die gleich Pflegeethik aus anderer Perspektive thematisieren. Das eine, ich habe ja deine Schülerinnen und Schüler erlebt. Weithin sind es junge Frauen, die selber, obwohl sie aus dem katholischen Emsland kommen, ja auch nicht alle so fest in ihrem eigenen Glauben stehen, ne? Sondern die selber, ja, also eigentlich ein realistisches Abbild der Sozialisationsbedingungen junger Christinnen und Christen im Wesentlichen sind. Die einen mehr kirchlich gebunden, die anderen weniger. Wie kann ich bei jungen Menschen, für die selber das Thema Religion entwicklungslogisch noch nicht abschließend geklärt sein kann, die aber auch zum Teil religiös selber nur begrenzt gebunden sind, wenn auch in einer kirchlichen Einrichtung tätig, ein Gespür wecken dafür, wie wichtig anderen, die religiös intensiv gebunden sind, dieses Thema für ihre Wahrnehmung von Freiheit und Würde im Alter sind. Ja, also was muss da bei den jungen Leuten religionspädagogisch passieren? Das wäre die eine Frage. Und das zweite, bekannt geworden sind ja die Konzepte der kultursensiblen Pflege. Und du hast seinerzeit gut begründet den Begriff der religionssensiblen oder religiositätssensiblen Pflege eingeführt. Da wäre mir nochmal wichtig, theoretisch die Gemeinsamkeiten und den Unterschied. Mhm. Ist religionssensible Pflege gewissermaßen ein Fokus auf kultursensible Pflege, oder ist es nochmal eine Dimension, wo man auch kritisch sagen muss, die wird bei den Konzepten der kultursensiblen Pflege eigentlich zu wenig wahrgenommen? Genau, also in der Arbeit ist tatsächlich so dieser Punkt, ne, was Frau Blasberg-Kuhn gerade sagte, was ist Kultur und was ist Religion? Und da habe ich sehr stark unterschieden, einmal den Bereich Kultur. Ich erlebe das häufig so jetzt in der Gesellschaft, wenn man miteinander spricht, dann sagt man, jetzt kommen ganz viele Flüchtlinge und wie ist das für unsere Kultur? Und da muss man ein bisschen differenzierter gucken. Also sowohl im Bereich der Kultur gibt es Bereiche des Religiösen, aber auch umgekehrt, das meinte ich mit dem, was ich am Anfang sagte, im Bereich des Religiösen, beispielsweise im Bereich des Christentums, gibt es verschiedene Kulturen, nämlich zum Beispiel jetzt die syrische und die deutsche. So, da muss ich ganz genau gucken, und es gibt verschiedene Modelle, die sagen und die auch in der Pflege grundsätzlich an den Schulen und in der Uni auch noch gelehrt werden, kultursensible Pflege, die haben auch alle ihre Berechtigung, die sind da, aber die müssen noch ein bisschen weitergedacht werden.
In meiner Arbeit habe ich mich mit der Theorie von Frau Leininger auseinandergesetzt, die Religion als einen kleinen Aspekt sieht, die den Menschen so zum Menschen macht, also die als Kultur ja ausgezeichnet wird. Und da einfach nochmal kritisch zu gucken, ist es nur dieser kleine Bereich oder ist Religion, da kann jeder vielleicht ja mal selber überlegen, ist Religion noch mehr als das, was mich, also wie werde ich zu Menschen? Bin ich ein Muslim und bin ich sehr geprägt im Religiösen? Das heißt für mich, dieser religiöse Bereich ist ja ein bisschen größer als in diesem Modell jetzt von Frau Leininger. Es gibt noch viele andere Modelle, tatsächlich nur zu sagen, es ist ein ganz kleiner Bereich. Viele andere Bereiche prägen mich in meinem Kulturbegriff. Da kritisch mal zu gucken, wie prägt mich meine Religion? Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Der Stellenwert der Religion ist immer ein anderer. Und das muss man eben ganz kritisch auch gucken. Wenn Religion eine wichtige Rolle spielt im Leben, dann greift dieses Modell zu kurz. Das muss man ganz kritisch auch bedenken. Und deine Schülerinnen und Schüler, bei denen spielt ja Religion vielleicht wirklich nicht, durchschnittlich nicht eine so große Rolle für sie persönlich. Ja, da muss man ganz differenziert gucken. Es gibt schon viele, bei denen Religion eine wichtige Rolle spielt. Also als Religionslehrerin ist man tatsächlich auch so, man muss vieles wahrnehmen, man muss sensibel sein und man muss vieles zulassen können auch. Und ich glaube, und da sind ja auch viele Studien im Bereich der Theologie, wenn wir jetzt gucken, wie sind Werte, Sinusstudie zum Beispiel, also generell, wo ist Religiosität bei Jugendlichen da? Und da spielt Religiosität, oder letztens hatte ich im Unterricht eine Studie zum Thema Beten, das spielt durchaus eine wichtige Rolle. Also zu sagen, die Religion und Jugend, das hat nicht mehr viel miteinander zu tun, bei einigen sicherlich nicht, aber bei vielen spielt es eine Rolle, sodass man sich in Notsituationen, in anderen Situationen doch an Gott wendet. Und das ist, egal in welcher Religion, denke ich jetzt so pauschal gesprochen, auch muslimische Jugendliche werden hier groß und in unserer säkularen Gesellschaft schon noch ein wichtiges Thema, dass man damit gucken muss. Und vielleicht nochmal der letzte Punkt. Ich habe mich bei mir in der Arbeit sehr auch an Ulrich Hemel als Theologen dann mit begründet, eben, also dass man als Lehrer auch tatsächlich die Position hat, Auseinandersetzung mit Glauben. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man Jugendlichen in der Schule oder jungen Erwachsenen, Kindern auch bestimmte Dinge anbietet. Sich mit Glauben, also da die Möglichkeit zu eröffnen, ich kann mich hier mit Glauben auseinandersetzen. Und gerade für angehende Pflegenden, ich muss mir erstmal meiner eigenen Rolle bewusst werden oder meines Standpunktes. Zumindest muss ich es versuchen, wenn ich es auch nicht ganz schaffe, um eben dieses Gespür zu entwickeln, wenn da jemand liegt und der liegt im Sterben, dann kann ich für den sensibel sein. Und das kann ich auch, wenn ich nicht religiös bin. Also wenn ich atheistisch bin, dann muss ich trotzdem von mir einen Schritt zurückgehen und sagen, da ist jetzt jemand, der braucht unbedingt diese religiöse Begleitung. Und das mache ich dann auch. Also deswegen prima, der also dein Rolle Plädoyer ist, glaube ich, ganz wichtig, auch auf die Schülerinnen und Schüler zu gucken und ihre Religiosität und sie als religiöse Subjekte, da wo sie stehen, ernst zu nehmen, genau, damit sie das tun können, was das Anliegen ist, nämlich kultursensibel und religionssensibel zu pflegen. Dabei lassen wir es erstmal.